Jahwe sagt: Meine zwei Leuchter, Elia und Mose, kommen herunter. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. August 15, 2011. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Ich habe über all die Seelen geblickt, die unter dem Himmel wohnen. Ich habe auf jene gewartet, die sich selbst bei meinem Namen nennen und ihnen zugerufen. Doch nur Gotteslästerung wird vernommen. Viele harte und gefühllose Antworten. Deshalb sollen sich die Toten um die Toten kümmern und die Spötter sollen in ihrem Unglück fallen. Jeder Spötter soll das Tal durchschreiten mit den Hoffnungslosen. Denn mein Zorn schläft nicht länger und das Feuer des Herrn ist angefacht. Die Städte der Menschen haben gegen mich gewütet und die Stadt des unschuldigen Blutes wird in Stücke gerissen werden, sagt der Herr. Seht, ich rief dem Meer zu, ja, den großen Wassermassen, und es kam keine Antwort. Ich rief der Erde zu und blies die Trompete auf den vier Winden des Himmels, aber kein Aufschrei wurde vernommen. Keine Antwort wurde in den Himmel getragen. Nur erhobene Fäuste waren zu sehen. Viele knirschten mit den Zähnen und gingen auf ihr Nächstes los. Also wandte ich mein Gesicht von ihnen ab und drehte dem Meer meinen Rücken zu. Und die Erde war verlassen. Dann drang ein großer Aufschrei empor und ein ach so trauriger Klang war zu hören. Da sagte ich zu meinen beiden Leuchtern: Nehmt eine Kohle aus dem Feuer, das den Altar umgibt, und esst davon. Verzehrt sie ganz und geht hinunter. Denn ich habe diese Menschen zu Anzündholz und diese Völkerschar zu Holz gemacht, damit sie kommen und gegen euch kämpfen und so der Flamme übergeben werden können. Öffnet euren Mund weit, damit sie verzehrt werden. Denn ich habe ein Opfer vorbereitet. Seht, es ist vorbereitet und wartet auf seine Zeit, sagt der Herr. Der Gott von Israel. Denn ich sage euch, der Herr, euer Gott, offenbart es euch. Elia und Mose sind dabei, herunterzukommen, sagt Jahwe.